Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu War Tales. Unsere Reise in Edora geht weiter. Wir begleiten den Apotheker, den Joren Tovardrank. Den werden wir begleiten und wir müssen irgendwo am Fluss diese Stelle finden. Hier gibt es irgendwo so eine Formation aus Steinen. Dort sollen wir den hinbringen. Bin ich mal gespannt, ob wir das Ganze finden. Was wir zuerst mal machen können, und zwar, wir können mal im Lager ein paar Sachen herstellen. Das haben wir total vernachlässigt. Da wurde ich gerade darauf aufmerksam gemacht. Wir haben hier oben ja Lagerausrüstung. Da können wir uns zum Beispiel einen Kochtopf herstellen. Das werden wir jetzt mal machen. Und den können wir jetzt platzieren im Lager. Den stelle ich einfach mal hier neben die Werkbank. Jetzt haben wir nämlich einen neuen Beruf, den Koch. Das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir uns nämlich bessere Sachen herstellen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein Zelt herzustellen hier unten. Dazu brauchen wir jetzt aber Seile. Und dann können wir nämlich 4 Zelte herstellen und können den einzelnen Leuten hier zuweisen. Dann können die sich nämlich besser erholen. Und wir kriegen so einen Aktionspunkt dazu pro Runde. Das ist ja auch wichtig, gerade in den Kämpfen, um diese Sonderaktionen auszulösen. Das bedeutet, wir gehen mal kurz zum Markt. Der 1000-Schritte-Markt. Und gucken mal ganz kurz. Sie hat Holz. Das will ich nicht. Ich will Seile. Und der hat... Was? Hairpusher. Ein Haarwuchsmittel. Ein Haarwuchsmittel. Nee. Die geben nur Essen, ne? Ne, die kriegen wir auf jeden Fall nicht, die Seile, die wir brauchen. Die müssen wir uns unterwegs besorgen. So, dieser Punkt, wo der Apotheker hin will, der müsste irgendwo am Fluss sein. Jetzt ist die Frage, wo? Irgendwo sind Steine. Problem ist, das jetzt zu finden. Hier drüben eventuell? Ich meine, dass ich das irgendwo schon gesehen habe. Es kann natürlich auch im oberen Bereich gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen hier mal runter am Fluss und dann überqueren wir das Ganze. Oder es ist hier drüben. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir unsicher. Ne, hier sind auf jeden Fall keine Steine und hier wird es zu steil. Ich überquere mal hier den Fluss. Das geht nämlich. Na, aber die geht's nicht. Wollen wir es hier mal? Können sie doch nicht hier rüber? Ne, jetzt wollen sie nicht. Ich konnte vorhin konnte ich den Fluss so überqueren, aber das scheint hier nicht zu funktionieren. Dann muss mal ganz kurz hier die Kamera an sich drehen. So. Dann ist es vielleicht doch da oben. Aber ansonsten haben wir doch keine Flüsse, oder? Hier oben haben wir noch einen. Aber hier ist offensichtlich nicht. Dann vielleicht da oben. Bin mir unsicher, wo ich über den Fluss gegangen bin. Hier, da ist es doch. Da ist es doch. Hier ist doch die Stelle. Oder? Formation? Ne, hier ist ein Berg nebendran. Ne, das kann nicht sein. Dachte. Das ist natürlich auch dunkel, das ist natürlich auch blöd. Können wir über den Fluss? Nee. Oh, die müssen rasten. Okay, dann rasten wir halt. Oh, wir brauchen unbedingt Essen. Shit. Vielleicht finden wir ein paar Wölfe, die uns angreifen wollen. Ne, wir müssen uns unbedingt was zu essen besorgen. Das heißt, wir müssen jagen. Können wir denn hier an dem Topf irgendwas machen? Achso, brauchen wir einen Koch zu. Das Problem ist, wir müssten vielleicht Leute rekrutieren, die dann den Job übernehmen. Oh, da wollen wir nicht hin. Der zieht er jetzt die ganze Zeit mit uns mit? Würde der denn kämpfen, der Zivilist? Nee. Der könnte maximal boxen. Das ist aber auch blöd, ne?
Könnte das hier sein am Berg, hier gegenüber? Pass auf, wir probieren es mal. Wir laufen mal hier um die Ecke und sammeln dabei ein bisschen Material noch ein. Ja, das machen wir bei der nächsten Rast. Gucken wir hier drüben, ob das da eventuell ist. Da ist auf jeden Fall eine Burg. Da, da. Essen. Oh, Stufe 2 Orange. Naja, vielleicht war es eine dumme Idee. Das werden wir gleich erfahren. Okay, wir stehen hier leider so ein bisschen eingekesselt. Wo ist denn Jackie? Das ist Jackie. Warte mal, dann tauschen wir den mal aus. Und den tauschen wir da oben aus. Jetzt müssten alle hier oben stehen. Ach, warte mal, hier sind noch Plätze frei. Ich habe keinen Bock, dass hier jemand so im Sandwich da steht. Ist denn der Apotheker hier mit dabei? Der Zivilist? Ne, der ist nicht dabei, ne? Der kämpft nicht. Okay. Hier fängt er an. Einmal essen. Ah, die haben jetzt lange Wege, das ist gut. Nee. Da werden wir mal... Er kann nicht ziehen. Er könnte ziehen. Ah, da komme ich nicht bis hin. Doch, so komme ich hin. Wunderbar. Du bist dran. Sehr schön. Und wir stellen hier den Schutz auf. Essen kommt von alleine, ist sehr gut. So. Ich stelle ihn mal hier hin. Hat der eigentlich auch sowas wie eine Überwachung? X-Row. Ah, nice. Aber das langt nicht bis dahin, ne? Ist ja blöd. Gut, dann lasse ich den hier stehen. Ach du Güte! Fast Bob erschossen. Da müssen wir aber echt nochmal ein bisschen Zielwasser trinken. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Bob ist ja fast tot. Krieg die Krise. Also Bob müssen wir auf jeden Fall jetzt mal hier aus dem... Nee, das ist doof. Aus dem Gefahrenbereich ziehen. Ja. Rückzug. Wird jetzt ungern? Nö, ich lass das so. Ja, ja, will ich. Sollen die doch runterkommen. Oink, oink. So, der zieht vor. So, da müssen wir bis ranziehen. Haben wir sowas wie taktische Ordnung? Können wir das irgendwie... Nee, geht nicht. So. Schutzwall geht. Nur ein Schaden von der Sau, das ist ja echt gut. Kommen wir bis hierhin.
Glück gehabt, dass er einigermaßen zielen konnte. Probieren wir es mal so. Okay, ich krieg gerade den Tipp, dass man auch Tiere gefangen nehmen kann. Ich probiere es jetzt hier mal aus. Mit Seilen könnten wir Tiere gefangen nehmen. Das hätte ich mal machen sollen, ja. Aber Seile haben uns ja sowieso gefehlt, sonst hätte ich sie ja vercraftet. Kommen wir hier hin? Da kommen wir hin. Gucken. Und jetzt ziehen wir uns noch bis hierhin zurück, dass wir den diesen Radius nutzen können. Genau. Demoralisiert? Nö. Wir kämpfen ja fertig. Jack, was? Hat ihm Spitznamen Lieutenant Jack das Bollwerk. Jack ist unser Bollwerk. Sehr gut. Guck mal, wir haben wieder Essen. Danke, Mutti. Und Jack hat direkt mal ein Upgrade hier bekommen. Zwei Punkte. Zwei Punkte. Okay, krass. Jack das Bollwerk. Dann kriegst du auf jeden Fall einen auf Bewegung. Und noch einen auf Stärke. Jack das Bollwerk. Geil. Echt cool. So, wo müssen wir hin? Achso, genau. Ich wollte... Hier war diese Burg, ne? Und da wollte ich am Fluss mal gucken. Kommen wir denn überhaupt hier am Hang entlang? Nee. Da sind zwar Steine, aber das sieht nicht gut aus. Nee, da kommen wir nicht lang. Burg Marheim. Okay. Ich habe das Gefühl, diese Suche nach diesem Punkt, wo wir den Apotheker abgeben müssen, das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Hier sind auch Steine und hier ist auch ein Berg. Ist das das vielleicht? Nee, sieht aber auch anders aus. Sieht auch komplett anders aus. Nee, es macht irgendwie gar keinen Sinn. Rennen wir jetzt hier sinnlos hin und her? Das könnte durchaus sein, ne? Oder es ist hier drüben. Ich glaube, wir laufen doch nochmal zu dem anderen Fluss. Ich meine, irgendwie muss ich diese Stelle ja finden, also wo wir eine Apotheke abgeben. Er sagte halt irgendwas mit Weinbergen, ne? Dass wir den über die Weinberge eskortieren sollen oder sowas. Vielleicht macht das ja doch Sinn, da sich in die Richtung... um zu gucken. Eieieiei, bewege dich. Egal, gar kein Problem. Die kriegen wir auch noch. Okay. Das ist doof. Da sind drei. Nee, bessere Position haben wir nicht. Ich brauche Jack. Du gehst mal bitte hier hin. Der Bogenschütze zieht hier vor. Und dann hätte ich das gerne so. Okay, das könnte jetzt echt einen Clusterfuck geben, weil wir hier so mittendrin stehen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir hier rüber gehen und den Dings holen. Nee, es bringt auch nicht viel. Gut, wir fangen mit dem Bogenschützen an. Ich hoffe, der kann... Ja, der muss nur einen Step nach vorne und dann kann er mit dem Bogen anfangen. Oh, der hat aber gut reingezwirbelt, der Bogen jetzt. Bitte keine Brandpfeile.
Naja. Alter Vater, Jackie. Du Killer, mit einem Schlag. Uff, okay. Jo. So, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die hier hinten. Wasserscheiß. Oh nein, Bob. Autsch. Wow. Gar nicht gut. Okay, Bob. Zieht sich jetzt hier ran und senzt den hier weg. So, wir sind galvanisiert. Das ist schon mal gut. So. Dann Deputy. Sehr schön. Stellt man Schutz auf? Ne, wir ziehen sie noch weiter vor. Die Gegner kommen ja nur noch von dieser Richtung. Und dann setzt man Schutz hier ein. Ich lasse sie hier stehen. Wir müssen den Bogenschützen wegkriegen. Die Falle ist entschärft. Das heißt, wir ziehen bis hierhin. Du Güte! Demoralisiert? Nö. Keine Gefangenen. Obwohl doch Gefangenen ist, vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben zwar ein bisschen mehr Reparaturkosten, aber wir kriegen ja auch Loot. Ich hoffe, dass das kein Fehler war. Okay. Hier ran. Peaks. Okay. Wir heben das auf. Ja komm, ich mache hier Feierabend. Ich hatte gehofft, dass ich die vielleicht gefangen nehmen kann, aber egal, es geht auch so. Beginnt. Wer ist dann am nächsten dran? Probieren wir was. Probieren wir näher ranzugehen und dann gefangen zu nehmen. Ne, geht auch nicht. Gut. Dann pieksen wir doch. Jack und sein Hammer. Das Bollwerk. Geschicklichkeit plus 4. Ja. Dankeschön. Weiter geht's. Wir müssen rasten. Ah, hier sind die Weinberge. Moment. Da sind die Weinberge. Gut, nützt uns nichts. Wir müssen eh rasten. Rüstung plus 9, kritische Treffer plus 1, Bewegung plus 2. Hatten wir nicht noch einen mit 8? Wir hatten alle schon bessere, ne, die ich hergestellt habe. Selbst Wodan hatte das 11. Ja, ne, es lohnt sich nicht. Höchstens wegen den Bonis. So, Essen kam ja auf uns zu. Und wir rasten. Warte mal, ist der Dolch vielleicht besser? Nee, gell? Das gleiche wie der andere auch. Aber hier oben sind die Weinberge. So, warte mal, hier sind die Weinberge. Und hier kommt eventuell ein Fluss, oder?
Jo, hier ist ein Fluss. Wir brauchen irgendwie einen Berg in der Nähe. Da geht's über den Fluss drüber. Gucken, was hier oben noch kommt. Hier kommt ein neues Gebiet, ne? Ja, nee, das sieht nicht so aus. Hier ist Strand. Wie schön. Aber das sieht nicht so aus, als wäre das die richtige Richtung. Das Eis nehmen wir aber mit, das lassen wir nicht liegen. Vielleicht ist es flussabwärts. Ansonsten verzettle ich mich auch hier ein bisschen mit der Quest. Da drüben wird es bergig. Das könnte es natürlich auch sein. Aber wenn, dann auf dieser Seite, würde ich sagen. Mama, Händler, hast du Seile? Hallo? Hast du nicht. Aber ich kaufe dir das hier ab. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Könnte es nur noch hier unten sein, die Richtung. Ich meine, die Blickrichtung stimmt ja. Komm, dann laufen wir halt den Weg, sammeln ein bisschen Ressourcen ein und verhoffen, dass wir diese Stelle finden. Ja, wir laufen direkt auf die nächste Flussmündung zu. Vielleicht haben wir ja Glück. Haben wir denn sonst noch Quests in der Nähe? Nee, nur hier unten, ne? Okay, ich kriege gerade aus dem Chat, dass schon mehrfach gesucht worden ist. Vergessen. Ne, hier sind zwar auch Weinberge, da vorne ist auch irgendwie so eine Truppe, aber da ist ein Berg. Ich dachte wirklich, ich hätte das schon gesehen, aber ich täusche mich da wahrscheinlich. Nee, da vorne ist ein Windmühle. Nee. Gut, dann, keine Ahnung. Ab zur nächsten Quest. Weiter hier in Süden. Ja, bekommen wir auch nicht weiter, ne? Wir müssen, glaube ich, hier, sonst wäre hier kein. Gibt es wahrscheinlich kein Durchkommen, stelle ich mir vor. Dann müssen wir hier drüber auf die andere Seite und wieder in den Süden und machen da einfach die Quest weiter. Ja, nee, wir müssen vor allen Dingen, genau, wir müssen Kohle verdienen. Das ist das Wichtige. Sonst können wir uns irgendwann unseren, also wir müssen hier runter, unseren Sold nicht mehr leisten. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir reisen hier runter und machen hier zur Not hier unten noch Quests. Mal gucken. Erstmal von dem Hügel runter. Achso, wir müssen hier wieder rasten, das gibt's auch gar nicht. Müssen unbedingt Seile finden, dann können wir uns Zelte machen, dann kriegen wir nämlich die Aktionspunkte wieder. Weil im Moment haben wir auch Aktionspunkte. Aber trotzdem denke ich mal, ein Zelt ist doch was Schönes. Die Frage ist halt, hier ist ja nirgendwo sonst ein Fluss, deswegen verstehe ich nicht, die Quest muss doch in der Nähe sein. Oder es ist noch nicht implementiert worden, ist noch nicht drüber nachgedacht worden. Who knows? Wenn nicht, werden wir ein bisschen schmieden. In der nächsten Stadt ein bisschen schmieden. Vielleicht noch eine Aufgabe annehmen, um dann noch bessere Waffen zu bekommen. Das wäre vielleicht auch eine schöne Nummer, um hier noch weiterzukommen. Bin schon wieder am Ende einer Folge. Ich zocke mich hier so fest. Ich weiß nicht, dieses Spiel zieht einen in seinen Bann. Lass uns mal zum Händler gehen. Der hat Geschicklichkeit 4 und ich glaube, der Bogen von Wodan hat wesentlich mehr, ne? Ja, der hat 8. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Reparaturkits mit.
und versuchen hier vielleicht noch was herzustellen. Was können wir da noch machen? Wurfaxt, Wurfmesser können wir herstellen. Und zwar können wir 3 Stück. Jetzt ist die Frage, was bringen die? 23? 23 bringen sie beide. Wir machen eine Wurfaxt, weil... Quatsch, eine Wurfaxt, weil die können wir dann eventuell für Bob verwenden. Zu spät gedrückt. Habe ich es versammelt. Wir machen noch eine. Nee. Noch eine geht. Okay, das war 2-mal, aber es gibt genau die gleiche Axt. Das ist ja doof. Das ist ja echt blöd. Das hat ja nichts gebracht. Gut, wir können sie verkaufen. Wir können, komm, wir machen noch eine Klamotte. Vielleicht haben wir da Glück und kriegen hier was Besonderes bei raus. Es wird nicht besser. Ich glaube, wir lassen es mal mit dem Schmieden. Wir lassen das mal. Blöd. Gut, ich würde sagen, ich reise runter hier. Hier oben haben wir noch eine Quest gehabt. Oh Gott, das habe ich ja gar nicht gesehen. Und hier geht der Fluss auch noch weiter. Ich glaube, wir gucken uns die Quest beim nächsten Mal an. Das kriegen wir schon hin. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.